Freunde, da kommt zu einer neuen Folge von Let's Play Forza Horizon 5. Wir haben Auszeichnung bekommen. Abzeichen. Okay, neues Abzeichen aber auch. Und wir noch ein Whispen. Ah. Fort. Aber in 200 Metern rechts abbiegen. In 100 Metern Junge. rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Ach schön. Aber mit nicht weiter. Hast du dein Ziel erreicht? So. Was sagst du dazu? Mit Tio Victor sagte, dass Papa Fernando Rennen in Guanajuato fuhr. Vor der Straßenszene, vor Horizon, bevor es überhaupt Gymkhana genannt wurde. Sieht toll aus. Darf ich? Und ob. Diese Gegend ist perfekt für Gymkhana. Ich habe einen Parcours aufgebaut. Zeig mir, was du und der Watcho könnt. Beim schlechtesten Wetter ever. Gut, Anderle, die Stoppuhr läuft. Also dann. Meiner Arbeit fand ich ein paar Befestigungsbolzen oben auf dem Fahrwerk. Ich glaube, er hat mit der Fahrhöhe herumgespielt. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, warum, aber er war mit diesem Auto seiner Zeit weit voraus. Der Rampe voraus. Bereit abzuheben, Wocho? Alter. Fantastisch gefahren. Kannst gerne, du weißt schon, anhalten. Ich frage mich wirklich, was er mit diesem Auto vorhatte. Ich werde es mal zurück auf die Hebebühne fahren und es mir genauer ansehen. Autos scheinen wirklich in der Familie zu liegen. So, bitte. Du hast ja keine Ahnung. Jawohl. Da wir nicht so gut gefahren sind, haben wir so noch mal... Relativ. Mama, mi amigo. Hey, mi Familia kam den Bocho besuchen, als ich in der Werkstatt daran gearbeitet habe. Sie haben mir die tollsten Stories erzählt, die kaum zu glauben sind.
Tio Oscar meinte, dass Papa Fernando eine Weile für ein Rallye-Team gefahren ist. Er trat in der Bache an, vielleicht sogar in Dakar. Wir könnten eins seiner Rennen nachstellen. Und Tia Sophia meinte, dass er mit seinem Bocho ins Dach einer Schule gesprungen sein soll. Die Sprünge könnten wir doch auch nachstellen. Die Schule lassen wir aber besser weg. Deine Entscheidung, ich kümmere mich um den Aufbau. Meter, da komme ich mir bald rum an. Mich an diesem Gefahrenschild. Ich habe es in sicherer Entfernung zu den Gebäuden aufgestellt. Schon unterwegs. Das ist 10 Kilometer, ey. Wo ist das Ding überhaupt? Aha. Alter. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Wo ist denn das Ding steht hier? Alter, als ob wir da durchkommen. Da kamen wir. Neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern scharf links abbiegen. So. Ich werde wieder Vollgas geben. Oh ja. Okay, warte mal. In 400 Metern links abbiegen. Oh, hab ich Bock. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Ich will mit dem Bugatti antreten, ja. Aber die Animation ist auch mal ein bisschen nervig, wenn es zu lang lädt. Also beim Online-Game normal. CLK. Und das Hot Wheels Fahrzeug. Nice. Ich hoffe, wir starten wieder am Start. Nein, starten wir natürlich nicht. Aber immer mitten, als ob wir mitten im Dschungel getanzt sind.
Hat den wir dann mal schnell machen. So. Let's go. Das ist aber ein Rennen. Du hast dein Ziel erreicht. Das war mein Ziel. Okay, das Ding bringt sogar fast in die richtige Ecke. Er ist der mit dem Bugatti fahren, sind bereit, schnell da. Ist sogar trocken. Hier können wir auch mal ein neues Design verpassen. Ist da ernsthaft ein Jeep bei? Yo, what the heck, ist da für eine Strecke? What the fuck? Das war doch gar nicht angesagt. Alter Junge, what the fuck, da von Rennen, ey. Als ob das Fahrzeug da viel zu schnell hier für. Ich meine, für Brunnenrennen ist das. Alter. Okay, emuliert die Landschaft nicht so wirklich. Kann der Lex oder Subaru mal weggehen? Alter Junge, als ob das Ding an der Wand antitscht und dann direkt stehen bleibt.
Als ob der schneller ist als uns, als hier mit der Bugatti. Junge, als ob der schneller ist als wir. Das ist aber komplett unrealistisch. Junge, als ob das Ding immer hängen bleibt. Ich probiere es doch mal. Ist aber komplett lächerlich, what the fuck? So, die Hälfte von uns gesperrt. Danke. Alter, war knapp. Alter, wir kommen nicht näher dran. In den Puppen kommen wir es näher ran. Alter. Alter. Warum kriege ich die denn nicht? Wann? So will der. Da sind wir dran. Aber wir haben auch keine bessere Steuerung als die.
Alter. Alter Junge, ich versuche einen von dir als Bremsklotz zu nutzen. Was natürlich nicht geklappt hat, war klar. Ne, jetzt war komplett kacke die Kurve genommen. Ich kann ja auch vor allem nicht weiter oben fahren. Ja, jetzt habe ich es. Als ob der schneller ist! Alter. Junge. Alter. Junge, als ob die so viel später bremsen können als ich. Das ist doch komplett Scam. Alter. Boah. War ganz lustig, aber keine Ahnung, ey. Junge, war das stressig, ey. Und was meinst du? Hey, wenn ihr Superstars Veranstaltungen füreinander organisiert, kann ich mich ja am Strand entspannen. Komm mal, 3000, okay, geht besser, aber... Okay. Ich glaube gleich Penne. Hör dir das an. Gestern Abend habe ich auf dem Festival amerikanische Sammler getroffen, die hier in Mexiko einem Klassiker auf der Spur sind. Also habe ich mir gedacht, wenn wir ihn zuerst finden. Bei nächster Gelegenheit enden. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Nee, aber das war da. In 400 Metern links abbiegen. Ja, da bin ich noch zu weit hin. Auch wenn wir es erst morgen machen. Vollkommen, dass wir hier heute mal als Folgenabschluss machen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen.
Gelegenheit wenden. In 400 Meter links abbiegen. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. Ah, 47.000, ey. Wie viele Punkte kriegen wir noch? Okay, ist nichts mehr. Boah, als ob da genau ein Stein ist. Sprung? Immer. Den Kratzern am Unterboden nachzuurteilen, wäre das nicht der erste Sprung von diesem Wocho. Ja. So, let's go. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Los! Oh, Junge, Martin, ist Junge, wie soll man so weit springen? Super, wow, alles okay? Ja, ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde, aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Oh, come on, das geht doch besser. Habe ich jetzt neu gestartet? Oder habe ich jetzt... Hola, mi amigo. Triff mich in der Werkstatt. Nein, ich habe Papa Fernando in einem alten Automagazin gefunden. Es enthält jede Menge Infos darüber, was er mit dem Wocho gemacht hat. Kann's kaum erwarten, etwas davon auszuprobieren. Für schnelles Handling und Kurven könnten wir hier hin. Für Geschwindigkeit auf der Geraden hier. Kurven, ich würde sagen, ich fliege auf der Geraden, wäre geil. Das ist ein Blitzer. Einen Wocho wie unseren hat der bestimmt noch nie geblitzt. Ups. Wow. 175.000, jawoll. Und Polizeifahrt, okay. Komm, ich will doch mal wissen. So. Die Geschwindigkeit will ich nochmal machen. Warum ist hier über den Berg im Weg?
Oh, als ob wir genau dagegen knallen. Ah, die anderen können wir auch nochmal machen. Wie gehen das? Ah, okay, noch ein paar Missionen sind's. Dann machen wir es das nächste Mal. In der nächsten Folge machen wir auch die ganz anderen Sachen. Nämlich gerade morgen, weil man auch wieder keinen Bock. Jetzt mache ich auch morgen alle. Sieh dir das an. Keine Ahnung wieso, aber das gefällt mir. Steig ein, ich erklär's dir. Echt was drauf! Voll, oder? Ich habe eine Route für dich festgelegt. Los geht's! Okay, das Ding wackelt ganz schön. Oh, Junge! Oh, noch nicht so die Kurve rein! Holy shit! Echt was drauf. Wirklich was Besonderes, oder? Wart's ab, bis du siehst, was Papa Fernando damit als nächstes gemacht hat. Na, komm. Nee, nochmal. Nee, es reicht nicht. Ich muss mehr riskieren. Okay, es geht, es geht, es geht. .318, jawohl. Nice. Ich bin's wieder. Meinst du, du kannst mit dem Watcho driften? Ich habe etwas mit dem Radsturz gespielt. Komm zu mir, wenn du mal driften willst. Ich habe auch eine Idee für einen kleinen Hindernisparcours. Komm vorbei, wenn du es ausprobieren willst. Ja, wir machen da immer die ganz anderen Sachen, aber ich würde das mal in der nächsten Folge. Also dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.